Hallo und herzlich willkommen zu unserem ersten Online-Workshop für Pädagogen. Heute werdet ihr auf Montessorisch etwas über Ästhetik und Kunst erfahren. Auf die Idee kam ich, als ich zum zweiten Mal das Schreiben von der Didakta erhielt, dass sie dieses Jahr wieder nicht stattfinden kann. So dachte ich mir, wir holen sie uns ein bisschen nach Hause. Mein Name ist Katrin Wormann und ich bin Beraterin der Firma Nienhaus Montessori für Montessori-Einrichtungen im deutschsprachigen Raum, sprich in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Und ich möchte euch nun Gretje Zern vorstellen vom Montessori-Labor Berlin, die ich als Dozentin und Kunstpädagogin gewinnen konnte. Und in den nächsten 60 Minuten etwa werdet ihr etwas über Kunstgeschichte und ihr werdet einen Filmausschnitt von einem Homeschooling-Video sehen und ein paar Ideen bekommen, was ihr mit den in etwa ab Dreijährigen bis zu den großen Oberstufe ausprobieren könnt. Alles natürlich basierend und ausgehend von den Montessori-Ideen und den Montessori-Materialien. Ich ziehe mich jetzt aber erstmal zurück und wer Lust hat, kann mich am Ende nochmal sehen mit einer künstlerischen Aktion, wo ihr alle herzlich eingeladen seid, daran teilzunehmen und wir auch einen Preis verleihen. Bis später. Hallo, ich bin Gretje Zernt. Willkommen im Montessori-Labor Berlin, das heute gleichzeitig der Nienhaus-Stand der Didakta 2021 ist. Ich habe heute das Vergnügen, zwei wunderbare Themen miteinander verbinden zu dürfen. Zum einen die Montessori-Pädagogik und zum anderen die ästhetische Erziehung, den ästhetischen Blick, den künstlerischen Blick, den freien Ausdruck und zu schauen, wie wir diese beiden Themen mit unseren Mitteln, die wir alle haben, zusammenbringen können. Wer mich kennt, weiß, dass ich sehr, sehr viel Schwarz trage. Und es ist sehr ungewöhnlich, dass ich heute in so einer kornblumenblauen, wunderbaren Sache hier sitze. Aber das tue ich natürlich, weil wir auch aufgefordert sind, als Pädagoginnen und Pädagogen an unserem ästhetischen Ausdruck zu arbeiten. Und da habe ich mir heute alle Mühe gegeben und ich hoffe, das ist überzeugend, dass das heute mal in Blau passiert, was sonst bei mir in Schwarz passiert, damit ich im Hintergrund hinter den Materialien bleibe. Also der Kunst wollen wir den roten Teppich ausrollen. Wir fangen da an, wo Maria Montessori und ihre Pädagogik immer angefangen haben, beim Kind. Wir stellen uns also vor, ein Kind oder ein Jugendlicher, eine Jugendliche kommen zu uns, betreten einen unserer Innenräume oder Außenräume. Da müssen wir ja schon vorbereitet sein. Das heißt, die vorbereitete Umgebung, wie wir es nennen, muss schon da sein und sie muss auch auf die Kunst und die ästhetische Erziehung vorbereitet sein. Das kann nun vieles heißen, aber lasst mich nochmal zusammenfassen, was die vorbereitete Umgebung ist. Wir gehen also davon aus, wir haben einen Raum, nehmen wir mal der Einfachheit halber erstmal den Innenraum. Und da haben wir bestimmte Gegebenheiten, die wir verändern können. Das ist das Licht. Wir können vielleicht nicht immer verändern, wo Türen und Fenster sind, wenn wir das Gebäude übernommen haben, aber wir können Einfluss nehmen, wie das Licht fällt, welches Kunstlicht dazu kommt und wie wir das Licht nutzen, das natürliche Licht, was von außen in den Raum fällt. Wir können auch nutzen und positiv verstärken oder dämmen die Akustik. Auch da müssen wir gestaltend eingreifen. Gerade wenn wir Kinder haben mit Hörstörungen, Cochlea-Implantaten oder anderem mehr. Und wir haben die Farbe des Raumes. Die können und müssen wir unbedingt gestalten. Vorbereitete Umgebung ist gestaltete Umgebung und einen Raum nicht gestalten geht gar nicht. Zu diesem Raum, dieser Außenhülle vielleicht, gehören auch noch fest eingebaute Möbel. Also die immobilen Möbel. Das sind Einbauschränke, fest angeschraubte Regalwände, solche Dinge, die die Kinder nicht verrücken können und vielleicht auch nicht verrücken sollten. Dann kommt unsere zweite Säule dazu. Das sind die vorbereiteten Materialien, die wir da nun platzieren. Und es sind teilweise auch mobile Möbel, also Tische und Stühle und kleinere Regale, vielleicht auf Rollen, die wir extra so bauen und anfertigen lassen oder kaufen, damit die Kinder mit ihnen ins Freie gehen können oder sie transportieren können im Raum, hin und her schieben können. Und natürlich die Materialien, die wir ihnen anbieten.
auch die gestaltet, auch die mit ästhetischem Anspruch. Sie sollen aus den Regalen rufen, nimm mich, wie ihr wisst, und sie sollen einladend sein, und zwar zur Aktivität einladen. Sie sollen für sich selbst ein bisschen werben. Und dann sind da wir, der dritte, der lebendige Teil der vorbereiteten Umgebung, die vorbereiteten Pädagogen und Pädagoginnen. Ja, dem allen wollen wir uns heute so ein bisschen widmen, aber wir wollen vor allem auf die Materialien schauen, und uns immer daran erinnern, dass wir in Räumen uns befinden, die eine Gestaltung brauchen. Diese Räume können sein Werkstätten, das können sein Küchen, das können sein Bauwagen, die wir ausgebaut haben. Das kann auch mal ein Bollerwagen sein, den wir als vorbereitete Umgebung, als kleine, sehr mobile vorbereitete Umgebung mit in die Natur nehmen. Das können Gemeinschaftsräume sein, Bewegungsräume, all das sind Räume, die wir gestalten, damit es vorbereitete Umgebungen für die Kinder sind. Hell sollen sie sein, freundlich, in den Proportionen der Kinder funktionieren und Wohlfühlorte sein, sichere Orte. Wir gehen also von den Kindern ausgehend mal ein bisschen chronologisch entlang, jedenfalls am Anfang. Wir fangen mal bei den Jüngsten an, bei den Säuglingen. Und dafür hängt hier neben mir schon zweierlei: die vorbereitete Umgebung für die Allerjüngsten, die Neugeborenen, heißt in der Montessori-Welt das Nido, das Nest. Das findet ja in der Regel zu Hause statt, nicht immer, aber für die meisten Kinder ist das etwas, was die Eltern einrichten. Und unser allererstes Montessori-Material für sie ist dieses Mobile. Wir haben eine ganze Serie von Mobiles. Dieses Mobile hängt ganz dicht über dem Kind, das kann ja noch nicht greifen und da ziehen. Und zwar genau in diesem Abstand von 25 bis 30 Zentimetern von den Augen entfernt, in dem das Baby als erstes die Sicht scharf stellen kann. Das ist der Abstand zwischen den Augen der Mutter und den Augen des Babys beim Stillen. Und ja, und dann bekommt das Kind erstmal ein Material für den visuellen Sinn. Und dieses Munari, dieses Mobile, arbeitet sehr mathematisch mit zwei Längen, A und B. Es ist sehr mathematisch aufgebaut und interessanterweise stellen wir fest, dass die Kinder fasziniert sind von diesem Mobile. Wir haben den Eindruck, gerade weil es so zuverlässig mathematisch aufgebaut ist. Wir gehen ja davon aus, wie ihr wisst, dass Kinder mit dem mathematischen Geist ausgestattet sind, wenn sie geboren werden. Und wir rechnen also schon damit, aber sie überraschen uns doch immer wieder, wo man das überall sieht. Sie sehen am Anfang noch nicht gut Farben. Sie sehen schwarz-weiß und starke Kontraste besonders gut. Darum ist dieses Mobile ganz in schwarz-weiß gehalten. Das wird dann abgelöst von anderen Mobiles, die jeweils nur für Minuten oder vielleicht mal 20 Minuten über dem Baby hängen. Und wenn es dann genug hat, es zeigt dann seine Überreiztheit, dann wird es weggeschwenkt oder abgehängt von einem Haken. Also die Mobiles hängen nur auf Zeit, so wie ein Material nur auf Zeit benutzt wird. Hier seht ihr das Gobi. Das ist dann eins der nächsten Mobiles und es zeigt schon, wenn die Kinder dann Farben sehen können, Farbnuancen. Ein Vorläufer der Farbtäfelchen, wenn man so will, Kasten 3. Das Gobi ist beliebt bei den Babys, für manche das Lieblingsmobile. Welches, das zeigen sie meist ganz klar, ihr Lieblingsmobile ist, dass je nachdem sehen sie dieses Mobile öfter im Einsatz als die anderen. Sie haben ja schon sehr früh so etwas wie die freie Wahl. Wir haben dann auch ein Material für sie, wenn sie ein paar Monate alt sind. Das heißt die Kupplungsscheiben und das möchten wir euch gerne mal vorführen. Ein besonders schönes Material für die Kinder im ersten Lebensjahr sind die Kupplungsscheiben. Zwei ineinander verklammerte Scheiben, die die Kinder sich, wenn sie dann in das Alter kommen, die Dinge gerne von einer Hand in die andere geben, hin und her geben können. Und dabei können sie das so drehen. Der Daumen findet seine neue Oppositionshaltung und die Kinder können jetzt diesen Schnabelgriff machen. Und dann macht es natürlich unglaublich Spaß, wenn man eine Sache immer wieder von einer Hand in die andere geben kann. Dazu ist es ja nun wirklich eine gelungene Skulptur. Und tatsächlich gibt es das auch als Skulptur und als Kunstwerk von Hermann Glöckner. Angefangen hat er in den 60er Jahren an dieser Skulptur aus Holz zu arbeiten und es gibt es inzwischen auch als Druck und als größere Skulptur. Und auch das wieder geeignet für die älteren
zum Zeichnen. Also wenn wir dann in der 6. Klasse loslegen und durch die ganze Sekundarstufe hindurch Material brauchen, das uns herausfordert beim Zeichnen, sind die Kupplungsscheiben super. Denn das ist wirklich schwer. Also ich habe mich gemüht, das so hinzubekommen, dass das richtig ist. Und die Ausgangssituation ist ja diese Drehung um 90 Grad. Aber das jetzt perspektivisch hinzukriegen, das ist schon doll. Und wir haben es. Wir können es nehmen. Unsere kleine Skulptur, die in die Hand passt. Für die jüngeren Kinder, unsere Toddler, haben wir Puzzle. Manche Puzzle haben wenige Teile, manche haben nur ein Teil. Und ein neues Puzzle, was es plötzlich gibt, anlässlich eines besonderen Geburtstags, der im letzten Jahr war, möchte ich euch zeigen. Die Namensgeberin unserer Pädagogik, Maria Montessori, liebte Tulpen. Sie hat Jahre verbracht in Holland, im Land der Tulpen, wo sie ja, wie ihr wisst, auch gestorben ist. Und da sie letztes Jahr ihren 150. Geburtstag hatte oder gehabt hätte, hat man ihr ja eine Tulpe gezüchtet. Und diese Tulpe heißt auch Maria Montessori. Und nun haben wir auch dieses einteilige Puzzle. Gar nicht leicht für unsere Jüngsten. Muss man ein bisschen schauen, dass man das hier wieder eingepasst bekommt. Also Level 2, ich schaffe es gar nicht. Die Schönheit der Tulpe in der Montessori-Pädagogik. Die Kinder im zweiten und dritten Lebensjahr, die dann schon in der Regel, die meisten, laufen können, die Hände also frei haben zum Arbeiten, auch in der Bewegung, nicht nur im Sitzen, die nennen wir die Toddler, weil sie diese Toddelbewegung machen. Und diese Kinder können schon eine Menge Künstlerisches machen. Das heißt, die können ja schon Flächen, sich selbst mit Farben einreiben, Spuren hinterlassen. Die können eine Menge machen. Die können dann mit 2 etwa das erste Schneiden und das erste Kleben erleben, wofür wir auch schöne vorbereitete Materialien haben. Die können dann schon modellieren. Sie können ja auch backen und Teig kneten. Das heißt, jetzt öffnet sich die Welt der ästhetischen Erziehung, der Kunst ganz stark für sie, weil sie nun ihre beiden Hände frei haben. Sie fangen an, die Übung des täglichen Lebens kennenzulernen. Und da wollen wir mal euch etwas zeigen, ein kleiner Ausschnitt aus den Übungen des täglichen Lebens. Wir hoffen, dass ihr das so ästhetisch findet wie wir. Stefan, zeigt mal ein Bild. Unser Anspruch, dass unsere Materialien ästhetisch sind und rufen, der gilt natürlich auch für die Übungen des täglichen Lebens, nicht nur für unsere Sinnesmaterialien, andere Entwicklungsmaterialien und unsere Räume insgesamt. Ich habe hier mal ausgewählt aus unseren Regalen den gelben Eimer mit den Wäscheklammern oder was immer man da drin hat, unsere Servietten zum Serviettenfalten. Wir lassen uns ja kleine Waschlappen für die Handgröße der Kinder nähen oder nähen sie selber. Ich kann das leider nicht, ich muss nähen lassen. Und bei allem überlegen wir uns, wie das wirken kann, wie es angeordnet werden kann. Und dann möchte ich hier nochmal richtig Werbung machen für 2 Nienhaus-Produkte. Einen bekannt, das andere vielleicht ein bisschen unbekannter. Und zwar sage ich das in eigener Sache als Kunstpädagogin. Also wir Kunstpädagogen und Kunstpädagoginnen suchen eigentlich immer nach Stiften, bei denen die Minen nicht brechen, auch wenn die Stifte mehrmals runterfallen. Und ich hatte es schon aufgegeben, nach vielen Jahren mit Schülern und Schülerinnen. Und dann habe ich die Nienhaus-Stifte kennengelernt. Und ich weiß nicht, wie oft mir die hier und beim Transport und bei der Arbeit runtergefallen sind und den anderen, die hier mit mir arbeiten. Meine Erfahrung ist, da ist noch nicht einmal in irgendeinem Stift die Mine gebrochen. Kann man es glauben? Also ich lege sie euch ans Herz, wenn ihr mit den Kindern arbeitet. Beim Anspitzen hat man überhaupt nicht die Situation, dass man da mal Krümelei hat. Und wo ich jetzt schon so richtig beim Werben bin, mir gefallen sehr gut diese Fingerfarbaufbewahrungsbehälter, die man, die Fingerfarbe drin ist, mit dem Deckel verschließen kann, damit die nicht austrocknen. Man kann sie auch ohne Deckel benutzen und dann stapeln gleich mehrere übereinander. Und das finde ich ja auch für unseren Alltag im Atelier
ideal. Also wenn ihr die noch nicht kennt, probiert sie aus. Die Stifte kennt ihr natürlich. Für all die, die nicht sonst mit Farbstiften arbeiten, versucht es mal. Mein Tipp. Ich war vor ein paar Jahren in Bonn in einem der Museen dort. Die haben ja dolle Museen da in Bonn. Und habe dieses Bild entdeckt und habe es da abfotografiert. Der Junge mit den Seifenblasen von Heinrich Maria Davringhausen. Dieses Gemälde ist von 1923 und natürlich hat es mich fasziniert, denn man sieht ja nicht nur ein spielendes Kind, so einen Bürgersohn, sondern man sieht vielleicht unseren rosa Turm. Das hat mich natürlich nicht in Ruhe gelassen und ich habe versucht, ein bisschen zu recherchieren. Vielleicht kommt ihr weiter als ich. Ich habe also versucht herauszufinden, wie Heinrich Maria Davringhausen und Maria Montessori sich begegnet sein könnten oder wie er unsere Einrichtungen vielleicht kennengelernt hat und unsere Materialien kennengelernt haben könnte. Und nachdem sich erst überhaupt nichts anbot, bin ich dann darauf gekommen, dass er 1914 vielleicht in der Werkbundausstellung in Köln ein gläsernes Klassenzimmer gesehen haben könnte. Denn der Tischler, Herr Müller, der damals für Maria Montessori hier in Deutschland Mobiliar, Schulmöbel hergestellt hat und auch Materialien, der hat dann 1914 teilgenommen an dieser Werkbundausstellung mit einem gläsernen Montessori-Klassenzimmer, was er eingerichtet hat, inklusive Materialien, Montessori-Materialien. Und Heinrich Maria Davringhausen war da erst 20, aber er hatte gerade angefangen, in Düsseldorf Kunst zu studieren. 1913, 14 hat er das gemacht, bevor er dann Deutschland für ein Weilchen verlassen hat. Jetzt ist natürlich meine Hoffnung, dass der in dieser Werkbundausstellung war, Düsseldorf und Köln, das ist ja ein Katzensprung, und vielleicht so ein gläsernes Klassenzimmer gesehen hat und diesen rosa Turm. Aber das ist reine Spekulation. Also ich freue mich sehr, wenn irgendjemand da mehr weiß oder mehr rausfindet, denn sowas ist natürlich interessant, wenn sich auch auf die Art und Weise Kunst und Kunstgeschichte und Montessori-Pädagogik begegnen können. Ich habe hier noch etwas anderes gefunden von einem italienischen Künstler, Giulio Alviani. Ich nehme mal dieses hier weg. Den kannte ich gar nicht vorher, aber der hat zum Beispiel solche Arbeiten gemacht, wie diese hier. Und es ist ja eine reine Freude für uns, solche Skulpturen zu sehen und zu denken, oh, das machen ja in ähnlicher Form unsere Kinderhauskinder. Wie interessant. Oder vielleicht auch solche Farbstudien und Konstruktionen, wie diese beiden Bilder. Denn das obere erinnert ja sehr stark doch an unsere Grundlagen. Bilder, die wir so machen, Grundflächenbilder für die farbigen Zylinder. Und überhaupt ist er nah am Bauhaus mit einigen Dingen und das sind wir ja auch auf die eine oder andere Art und Weise. Also alle Querbezüge zwischen Montessori, Montessori-Materialien, Begegnungen mit Künstlern, Begegnungen mit Kunst sind spannend für unser Thema. Und all das, was ihr jetzt hier nicht von mir hört an Impulsen, gebt ihr vielleicht mir. Und schreibt an mich hier im Montessori-Labor oder an Katrin Wormann bei Nienhaus und erzählt, was ihr an Verbindungen gefunden habt. Das würde mich sehr freuen. Dann sind die Kinder irgendwann etwa 3 Jahre alt und dann geht es ja auch los mit unseren klassischen, berühmten Sinnesmaterialien. Der rosa Turm, die braune Treppe, die roten Stangen, wie ihr wisst, gehören die zusammen. Viele Materialien, die sehr attraktiv sind und sein sollen. Der trinomische Würfel und der kleine Bruder oder die kleine Schwester, der binomische. Eine Fülle an Materialien. Wir schauen uns mal 1, 2, 3 von denen unter dem Aspekt der Kunst an, wie uns das vielleicht in einen ästhetischen Blick, in einen künstlerischen Blick und in Aktivitäten locken kann. Wir starten mal mit dem rosa Turm. Kinderhausmaterial und Ästhetik, unser berühmtestes Material, der rosa Turm, der steht ja schon für Ästhetik im wahrsten Sinne des Wortes. Mit dem kann man eine Menge machen, architektonisch interessante Dinge, statisch natürlich auch.
Die Kinder haben in der Regel mit dem eine Menge Spaß, Intensität und Konzentrationserlebnisse. Aber man kann mit ihm kombinieren, wie wir wissen. Er gehört zusammen mit der braunen Treppe. Die roten Stangen passen gut dazu. Dann haben wir die Dreidimensionsmaterialien zusammen. Und zu dritt ist auch die Farbigkeit interessant. Man kann ihn natürlich auch nehmen als Anlass zum Zeichnen und kann Stillleben üben. Man kann Perspektive üben. Man kann Licht und Schatten und Schraffuren üben. Also wenn ich mit meinem 20-jährigen Sohn Zeichnen übe, wenn wir hier ein bisschen Fingerübung machen, nehmen wir gerne die Kugel des Rosa Turms, denn brauchen wir uns nichts anderes auszudenken. Es ist da und es eignet sich hervorragend. Wir überspringen mal die braune Treppe, die ihr kennt und die man wunderbar ergänzen kann mit dem Rosa Turm. Dafür ist es gemacht, dass man beide Materialien kombiniert, und werfen wir einen Blick auf ein Bild der roten Stangen. Die sind ja sehr einladend, sehr attraktiv und wenn man 3 Jahre alt ist, auch ziemlich lang, jedenfalls die längsten Stangen, und man kann wirklich wunderbare, instabile Dinge daraus bauen. Das seht ihr hier auf unserem Beispiel. Die 3-, 4-, 5-, 6-Jährigen im Kinderhaus haben Staffeleien, haben eine Menge an Ausstattung, keine Werkstätten. Vielleicht haben sie ein Kinderatelier oder einen Malort nach Arno Stern. Das lässt sich ja wunderbar verbinden mit der Montessori-Pädagogik. Also sie machen große Schritte auf dem Weg in die Kunst, in die ästhetische Erziehung, ins Modellieren, was immer sie da gerade auswählen wollen. Unsere Materialien unterstützen sie, und ich nenne mal als nächstes die Farbtäfelchen. Wir zeigen euch mal einen Blick auf die Farbtäfelchen und ein paar Ideen, die wir haben, was ihr von den Farbtäfelchen ausgehend oder mit den Farbtäfelchen mit den Kindern machen könntet und explorieren könntet. Jetzt haben wir natürlich auch ein Material, was direkt was zu tun hat mit dem chromatischen Sinn, dem Sinn für Farben, unsere verschiedenen Kästen der Farbtäfelchen. Und ich zeige hier nochmal den Kasten 1 mit den 3 Primärfarben. Das ist gleichzeitig ein Kasten, mit dem die Kinder einsteigen und die Spielregeln, sagen wir mal, das Prinzip dieses Materials kennenlernen anhand von 3 Farben, den Primärfarben Blau, Rot und Gelb. Es ist aber auch für uns eine Art Diagnosekasten, um zu schauen, ob wir gut hingeguckt haben vorher, ob wir auf dem Punkt sind mit der Entwicklung des Kindes. Kennt es das schon? Kennt es die Namen schon für die Farben? Wie viele Wortlektionen brauchen wir da jetzt? Sind wir viel zu früh, viel zu spät, oder haben wir es ganz gut erwischt, den Moment, falls die erste Darbietung von uns ausgeht? Nach den Primärfarben in Kasten 1 kommen wir dann zu Kasten 2. Und ich möchte nochmal betonen, dass wir das natürlich alles machen, begleitet von viel Praxis. Also die Kinder lernen hier nicht die Farben theoretisch kennen bei uns und dürfen nicht an die Staffelei und keine Farben mischen. Die lernen alle Formen der Farbmischung kennen, additiv, subtraktiv und durch die optische Farbmischung. Das sollen sie alles erleben. Und dann wird es unterstützt und die Sache geklärt durch unsere ein bisschen analytischen Kästen, die auch noch gleich, jedenfalls die meisten von unserer Kästen, die Paarbildung ermöglichen. Ich erkläre jetzt mal den Kasten 2 und ich erkläre ihn ein bisschen anders, als Maria Montessori ihn erklärt hat. Und zwar haben wir wieder die 3 Grundfarben, mal den Deckel weg, Rot, Blau und Gelb. Das machen wir ja auch gerne, dass die Kinder so eine Brücke gebaut bekommen über Dinge, die sie schon kennen. Mit denen würde es dann wieder losgehen. Und das, was ich jetzt zeige, so ist nicht die Darbietung für die Kinder. Das zeige ich jetzt euch Erwachsenen. Ja, die Sekundärfarbe, Mischfarbe erster Ordnung zwischen Rot und Gelb ist Orange. Das muss alles praktisch begleitet werden oder schon vorher passiert sein. Wenn man Gelb und Blau mischt, erhält man einen Grünton. Und wenn man Blau und Rot mischt, bekommt man ein Violett oder Lila. Und jetzt liegt hier schon der erste kleine Farbkreis aus 6 Farben.
Wenn man die alle miteinander mischt, ist es tatsächlich ehrlicherweise so, dass man immer ein Braun bekommt, wenn man mit Pigmenten mischt. Erhält man immer ein Braun, meist kein schönes. Und das, dieser Art Vokabelkasten der Farben, der ersten Farben, denen das Kind begegnet, braucht also unbedingt das Braun. Und dann gibt es ja noch die unbunten Farben, die sind wichtig für uns. Schwarz und Weiß. Mal gerade gucken, dass die hier noch so in die Kamera passen. Und wenn man Schwarz und Weiß miteinander mischt, dann erhält man irgendeine Grauschattierung, je nachdem, in welchem Verhältnis man das mischt. Also muss auch die Farbe Grau eingeführt werden. Und jetzt ist es ja so, dass man alle diese Farben aufhellen kann mit Weiß und abdunkeln kann mit Schwarz. Also zum Beispiel kann ich hier ein Hellgelb und ein Dunkelgelb basteln oder ein Hellblau und ein Dunkelblau, je nachdem, ob ich Weiß oder Schwarz dazu gebe. Und dann lernen die Kinder diese Namen kennen, hell und dunkel, und arbeiten dann mit dem Kasten 3, den ich auch noch mal gleich kurz zeige. Aber bei einer Farbe brauchen wir einen neuen Namen. Denn wenn wir Rot mit Weiß aufhellen, bekommen wir nicht nur hellrot, sondern wir nennen das rosa. Also brauchen wir auch diese 11. Farbe. 10 wäre jetzt schön gewesen, wir haben ja gerne 10, aber wir brauchen diese 11. Farbe, den 11. Namen. Rosa kommt mit ins Spiel und damit haben wir auch die 11 Paare aus dem Farbtäfelchenkasten 2. Ich räume die jetzt mal wieder weg. Ich habe jetzt hier inzwischen schon einen Teil aufgebaut von Farbtäfelchenkasten 3, dem quadratischen Kasten mit 9 Fächern, jeweils 7 Farbnuancen. Und davon habe ich jetzt hier mal 5 ausgewählt. Ich brauche noch ein bisschen Platz am Rande. Das ist ja eine Übung, die baut sich langsam auf. Man legt nicht gleich und ordnet nicht gleich alle 7 vermutlich. Einzelne Kinder vielleicht mal. Und ich habe die jetzt alle gelegt von hell nach dunkel. Man kann das anders anordnen, man kann eine lange Spirale bauen. Die Kinder denken sich eine Menge aus. Ein Material ohne Fehlerkontrolle. Wir sind da miteinander die Fehlerkontrolle. Aber man kann eine ganze Menge machen mit diesem Kasten. Und dieser Kasten führt zu einer Menge von Aktivitäten im Bereich Farbe. Ich habe jetzt als Beispiel hier 4 Bilder mal von einer Postkarte vergrößert. Die sind alle 4 von Johannes Itten. Ich hoffe, man kann das hier sehen. Die sind laminiert. Und ich zeige die mal so ein bisschen als Farbfächer. War ja auch der Meisterklassen geleitet am Bauhaus zum Thema Farbe. Und diese Bilder gehören zusammen, diese 4. Die heißen zusammen Frühling, Sommer, Herbst und Winter. Und die meisten sind sich einig, welches von diesen Bildern der Frühling sein muss, welches der Sommer, welches der Herbst und welches der Winter. Und interessanterweise geht es schon den Kindern im Kinderhaus so, dass sie fast alle der gleichen Meinung sind und sich da mit dem treffen, was wir darin sehen. Und sie können auch sehr früh schon über Farbtemperaturen erzählen und kalte und warme Farben. Ich nehme jetzt hier mal das Bild des Sommers, darauf habe ich mich hier so ein bisschen vorbereitet. Und jetzt können wir uns Kunstwerke nehmen, Kalenderblätter, Postkarten oder großkopierte Postkarten. Und jetzt können wir mal schauen, welche von unseren Farben, die wir hier haben, denn in diesen Bildern auftauchen. Und mal schauen, wie ich hier mit denen, die ich ausgewählt habe, schon mal vorankomme. Vielleicht so. Ich könnte noch ein paar andere gebrauchen und eigentlich könnte ich auch überhaupt noch andere weitere Farben gebrauchen. Und das ist gut so, denn unsere Materialien sind ja immer bewusst reduziert. Die können etwas Bestimmtes und dann können sie nicht mehr weitergehen. Und dann sind wir gefragt, unsere Kreativität, wo können wir weitere Farben herbekommen? Können wir die selber mischen? Können wir selber Holzplättchen herstellen und lackieren oder bemalen oder beizen in Farben, die wir brauchen? Vor allem, wenn es dann an die anderen Farben geht. Wo habe ich die? Die habe ich jetzt hier drunter. Nehmen wir mal den Frühling. Da brauchen wir schon eine ganz andere Farbpalette. Und die haben wir nur sehr bedingt hier in unserem Farbkasten. Also sind wir gefragt,
wie können wir uns Folgematerialien herstellen und wie können wir uns Farben ermischen. Das ist ausgelöst durch diesen Kasten. Ich möchte noch mal eine Reihe anderer Ideen geben. Die halte ich jetzt hier einfach so in die Kamera zum Thema Farbe und vieles von dem ist ja selbstverständlich. Aber dann haben wir es noch mal zusammen. Farben selber machen. Und zwar nicht nur durch Ermischen, nachdem man die Primärfarben schon hat, sondern wie kann man Farben wirklich herstellen? Wie kann man das machen mit natürlichen Gegenständen, Obst und Gemüse und Dingen, die wir im Wald finden? Wie kann man es sonst vielleicht machen, Farbe herzustellen? Malen mit farbigen Eiswürfeln würde ich immer empfehlen. Braucht man nur die drei Grundfarben einzufrieren und für einzelne Kinder vielleicht kann man so ein Holz Eisstiel mit einfrieren, weil sie am Anfang vielleicht es unangenehm finden, den kalten Eiswürfel anzufassen. Meiner Erfahrung nach vielen Jahren ist am Ende haben die Kinder die Eiswürfel alle in der Hand und sie mischen sich dann die Farben auf dem Papier direkt, saugfähigem Papier, Tapete, Rückseite von Tapete, alles was gut Farbe zieht. Was könnte man noch machen? Farbe transportieren, das könnte jetzt was sein für die Jüngsten. Eine Schüssel mit blauem Wasser, ein Schwamm, eine leere Schüssel daneben. Wie kriegt man jetzt das blaue Wasser von da nach da? Mit einem Schwamm, mit einem Lappen, mit einer Kelle. Wie kann man Farbe transportieren? Oder Farben ordnen. Naja, das machen wir hier, aber das kann ja noch ganz anders sein. Denn wir tragen ja Farben an uns und unsere Kleidungsstücke, die Dinge, die wir in den Räumen haben. Die Freiarbeitsmaterialien der Montessori-Pädagogik machen immer nur den Anfang oder sind in der Mitte eingebaut, nachdem Kinder Phänomene erlebt haben. Die sollen ja zurückführen in die Realität. Also müssen wir hochgucken von den Freiarbeitsmaterialien und fragen, wo haben wir diese Phänomene denn noch? Was hat es denn mit uns zu tun, was wir hier in diesem Farbenkasten finden? Wie Künstler und Künstlerinnen Farben einsetzen, wollen wir natürlich wissen. Oder ein weiterer Tipp, Spektralfarben. Da brauchen wir unsere Glasprismen, es gibt ja unterschiedlichste Glasprismen, verschiedenen Winkeln. Was jeweils tun die für uns? Wie kann man das weiße Licht aufspalten? Steine und Halbedelsteine, spannend für Kinder und Jugendliche, ihre Farbigkeit überhaupt rausgeht in die Natur. Das führt uns dann zu weiteren Themen wie Gefühlen und Farben. Gefühle sind wie Farben, ist auch der Titel eines Buches, das ich gern benutze. Damit können Kinder eine Menge anfangen und wie ich feststelle, Jugendliche immer noch. Eine kosmische Erzählung entwickeln, das bräuchte man unbedingt. Kosmische Erzählungen zum Thema Farbe. Wir haben ja ein kleines bisschen was zur Farbe versteckt in unserer einen kosmischen Erzählung, wo es um die Farbe Purpur geht. Aber wir könnten uns viel mehr einfallen lassen zur Entwicklung und Entstehung und Weiterentwicklung von Farben und wer die sich jeweils leisten konnte oder wer welche Farben aus welchen Gründen getragen hat. Land Art, Blätter, Blüten, blauer Himmel, das machen wir sehr viel, das geht jetzt in Corona-Zeiten besonders gut, das Arbeiten im Freien, der Frühling und der Sommer sind jetzt direkt vor unserer Nase, das heißt Land Art draußen ist genau das, was wir jetzt machen können. Ich zeige dazu gleich nochmal ein paar Beispiele. Farben als Signale, damit müssen sich Kinder auskennen und die psychologische Wirkung von Farben, das macht Spaß, da kann man selbst recherchieren, dazu kann man lesen, dazu kann man eine Menge Experimente machen oder Interviews führen. Farbtemperaturen, dazu habe ich eben schon was gesagt, das scheint ziemlich universal zu sein, so nach allem, was ich selber ausprobiert habe und lese, empfinden wir Farben so oder so. Das ist nicht angelernt. Farbmischung, dazu brauchen wir Folien, Pigmente, Bierdeckel und Kreisel, alles was wir nehmen können, CDs, aus denen wir Kreisel bauen können, um uns Farbmischungen auch optisch anzuschauen. Silber und die anderen Metallfarben müssen wir auch klären. Wir müssen auch das Gold klären, was uns bei den Farbtäfelchen bisher fehlt, denn wenn wir dann mit den Kindern unsere farbigen Perlen anschauen wollen, muss das Gold schon dabei sein. Bilderbuchprojekte, Elmar der Elefant für die Kleinen vielleicht und dann geht es hoch, Bilderbücher oder auch andere Bücher kann man benutzen und es geht dann über bei den Jugendlichen auch in die Poesie.
Denn auch da werden ja Farben mächtig eingesetzt und bemüht. Und das lassen wir uns nicht entgehen. Schwarz-Weiß-Grau, die unbunten Farben. Was kann man damit machen? Bildtrennung, Schwarz-Weiß-Fotografie, aber auch selber mit Pigmenten und anderem arbeiten in diesen Farben. Das macht eine Menge Spaß und ist auch sehr interessant für die älteren Kinder. Weiß wie Schnee, rot wie Blut und schwarz wie Ebenholz. Farben in Märchen, in Fabeln, in Geschichten, auch das müssen wir klären. Und jetzt bin ich bei den farbigen Perlen angelangt und damit gehen wir schon rüber in den Bereich Mathematik und das wollen wir gar nicht, da stoppe ich mal. In diesem Alter geht es auch oft los für Kinder mit der Auseinandersetzung dem Material Papier, entweder über das Falten oder über Papiermaché oder Pappmaché, sagen manche. Ganz unterschiedlich, was die Kinder daran lockt, aber Papier steht meist zur Verfügung und ist einladend. Wir möchten euch etwas zeigen, was man mit Papier machen kann. Eine Technik, die nicht ich mir ausgedacht habe. Ich möchte euch eine sehr coole Technik ans Herz legen, die man tatsächlich anfangen kann im Kinderhaus, sogar schon mit Dreijährigen, und die man nach oben ziehen kann bis in unser Alter und älter. Und das ist das Kaschieren, das heißt mit Papier überziehen, mit Papier beziehen und dann schauen, was man da abgeformt hat, in unserem Fall. Und ich habe hier mal so ganz einfache Becher gemacht, das sind solche Plastikbecher, feste Kunststoffbecher und vielleicht kann man hier reingucken. Das ist sehr schön, weil das außen, der Becher ist außen abgeformt, abgenommen wurde, sieht man hinten sehr schön die Form des Bechers. Ganz glatt und die Struktur sieht man ganz genau. Das ist hier noch relativ grob gearbeitet, dem Papier. Ich zeige euch mal den nächsten. Das ist schon ein Level geübter. Draußen, hier drin sieht man wieder die Struktur, aber das Ganze ist schon viel feiner. Das heißt, da scheint Licht durch. Ich könnte hier ein Teelicht reinstellen, wenn ich wollte. Ich kann hier mit Licht und Schatten arbeiten. Ich könnte hier natürlich auch Farbpigmente einbringen, wenn ich wollte. Ich kann das auch an komplizierteren Formen machen und dann muss ich rausfinden, wo geht es nicht. Hier ist es mal auch wieder außen abgeformt. Und diese silberne Schüssel macht hier eine ganz, ganz klare, glatte Form. Ich kann auch innen abformen und ich kann versuchen, wie kompliziert das Ganze eigentlich werden kann. Ich kann ja nicht so eine Kanne abformen, dann kriege ich in keine Richtung meine Papierkonstruktion da ab. Das heißt, ich müsste sie zerstören, um diese Form zu haben. Das geht also nicht. Man muss also rausfinden, was geht und was geht nicht. Wie mache ich das, dass das niemals so untergriffig ist, dass ich nichts nicht mehr abbekomme? Warum kann ich nicht einen ganzen Löffel damit einpacken? Naja, den Löffel, der bleibt entweder drin ewig, der Löffel, oder ich muss es zerstören. Aber kann ich vielleicht Teile kaschieren, wie von dieser Vase? Das habe ich immer gemacht, über Nacht, und habe das dann hier so ein bisschen abgeschnitten. Vielleicht kann man das sehen. Da entstehen ganz zarte, schöne, ich sage jetzt mal japanisch anmutende Strukturen. Sehr schön, damit könnte ich eine Menge anfangen. Und ich kann auch Licht durchscheinen lassen. Ich hoffe, ihr könnt es ein bisschen sehen. Ganz abformen kann ich auch diese Vase nicht, kriege ich nie wieder ab. Was ist der Trick? Der Trick ist ganz einfach. Diese Technik hat Ole selbst entwickelt, als er 3 Jahre alt war. Klopapier. Das Coole an Klopapier in dem Fall ist, da ist schon so viel Leim drin, dass man überhaupt kein Kleister oder Leim braucht für diese Art Pappmaché. Man nimmt einfach Klopapier und Wasser und das war's. Dann legt man das da drum, legt es auf die Heizung oder stellt es in die Sonne. Und das können Kinder im Kinderhaus ja wunderbar machen und damit studieren. Das können wir aber auch immer noch als Jugendliche und Erwachsene machen, weil das nicht weniger attraktiv wird. Vor allem, wenn wir dann ein bisschen zartere Gebilde hinbekommen oder damit Lampen konstruieren oder ganz andere Dinge uns einfallen lassen. Zum Beispiel könnte die Idee sein, wie ich das hier abformen kann. Das kann ich ja nicht in einem Stück, aber kann ich das vielleicht
in Teilen abformen? Wird mir das gelingen? Oder kann ich nur die Platte hier unten abformen? Wird man das sehen? Wird man es vielleicht besser sehen, wenn ich das Klopapier vorher mit Tinte einfärbe? Sieht man es bei Weiß schlecht, aber bei dunkleren Farben besser? Das kann man alles rausfinden. Also Oles Klopapier, Pappmaché oder Kaschiervariante möchte ich wärmstens empfehlen. Es startet bei uns bei den jüngsten Kindern und jüngeren Kindern mit dem Serviettenfalten. Und dann geht es immer weiter und wird immer anspruchsvoller und komplizierter und reizvoller für die Kinder und dann später Jugendlichen, vielleicht mit Origami und anderen Faltarbeiten, Papierfliegern, so wichtig. Ich lade immer alle sehr gerne ein, viel mit Papier zu falten. Und ich möchte gerne ein paar ganz kleine Spielereien und Fingerübungen zeigen, die mein Sohn Ole macht. Der ist allerdings auch Papierkünstler. Aber wenn der sich mit einem unterhält, kann er nicht anders, als mit Papier zu arbeiten. Das hier zum Beispiel ist so ein Schmierpapier. Da hat er irgendwas verwendet, die Rückseite von etwas. Und dann beschäftigt er sich damit ein paar Minuten und dann sieht es so aus. Seine richtig tollen Arbeiten, die er in seiner Kunstmappe hat, die will ich gar nicht zeigen, sondern die Dinge, die unsere Kinder und Jugendlichen auf jeden Fall machen können. Wir spielen gleich noch ein paar Bilder ein von anderen Arbeiten, die Ole auch gemacht hat, wo es mal verspielt und lustig wird und mal ist es strukturierter und es zeigen sich tolle Spiele mit Licht und Schatten und das ist das Reizvolle daran. Dann sieht man ein Bild, wo er mit Blech gearbeitet hat. Blech ist natürlich jetzt sehr viel stabiler schon, da kann man schon ganz andere Dinge machen. Und das kann ein Schritt sein, in die Bearbeitung von Blech und Metall zu gehen, mit den älteren Schülern, Schülerinnen und mit unseren Jugendlichen. Da kann der eine Weg hingehen. Und ich lade wirklich alle dazu ein, das auszuprobieren, wenn es gar nicht darum geht, ein bestimmtes Produkt zu erzielen, sondern einfach darum geht, sehen zu lernen, Papier und Material kennenzulernen und zu schauen, wo sind die Grenzen dieses Materials und was kann es. Genießt die Bilder. Zum Bereich Kunst gehört unbedingt das Thema Architektur. Das bietet sich ja an für Kinder und Jugendliche. Es hat zu tun mit dem Bauen am Anfang, mit Statikerlebnissen, mit unseren Dimensionsmaterialien und auch mit der Bauecke. Und das wird dann immer künstlerischer und die Kinder und Jugendlichen werden immer mehr Erfahrung sammeln. Unter anderem mit unserer römischen Brücke, die das Prinzip des Schlusssteins erfahrbar macht. Und mit diesem Bogen auch das Grundthema der Architektur ja benennt, also ein sehr schönes Symbol dafür. Ich baue das jetzt mal für euch. Hier kommt ein Tipp für die Sehschulung und zwar zum Beispiel die Schulung des Auges für Phänomene wie die Überschneidungen, wenn ich ein Stillleben zeichne oder auch sonst die Landschaft oder andere Motive und ja nun die Dinge nicht alle aufgereiht nebeneinander stehen, sondern vor und hintereinander. Da gibt es ein schönes Material, das heißt Panoramix. Da gibt es zwei Kästen, ich habe jetzt den geometrischen Kasten ausgesucht, weil der ein bisschen unabhängiger einsetzbar ist für die unterschiedlichsten Altersgruppen. Der hier ist schon fürs Kinderhaus, aber man kann den im Kunstunterricht weiter benutzen.
Was man bekommt, ist ein Kasten mit Guckloch und solchen Rillen, in die man diese vorbereiteten geometrischen Materialien aus Holz ausgesägt reinsetzen kann. Man kann das entweder frei nach Schnauze tun oder man kann sich solche Impulskarten nehmen, die dabei liegen. Von denen kann man sich lösen. Und der Witz ist jetzt, was passiert, wenn man nicht über die Kante schaut, sondern genau durch dieses Guckloch. Was sieht man da? Und man kann sich das in verschiedenen Schwierigkeitsgraden selbst zurechtstecken. Man kann sich auch Zusatzmaterialien bauen. Es funktioniert auch, wenn man ein bisschen findig ist mit Pappe, wenn man das ergänzen möchte mit eigenen Entwürfen. Schaut mal. Ein Material, das eigentlich mit Kunst ursprünglich weniger zu tun hat, sind die metallenen Einsätze. Indirekte Vorbereitung auf das Schreiben, auf die Stifthaltung, auf die lockere, entspannte, kontrollierte Haltung des Stifts. Und wir wollen mal schauen, wie wir, da wir ins Zeichnen gehen, wir kommen vom Wandern hin und her zwischen Schreiben und Zeichnen, wie wir die metallenen Einsätze nutzen können für den ästhetischen Blick und wollen euch zeigen, was wir uns da überlegt haben. Und da sind sie, die metallenen Einsätze, von denen ja viele denken, das wäre unser einziges Zeichenmaterial. Dabei ist es natürlich, wie ihr wisst, eine indirekte Vorbereitung auf das Schreiben. Aber die Kinder zeichnen, die benutzen diese Schablonen, und zwar übrigens, weil Kinder in dem Alter meist ganz gerne Schablonen benutzen. Das ist ja hergestellt worden, weil die Kinder sonst die Schablonen aus der geometrischen Kommode benutzt haben. Und das ist ja viel praktischer, denn da kann man alles abwaschen und abwischen. Alle Streifen und Stiftlinien, die da drauf gelandet sind, wäscht man einfach ab. Also damit üben unsere Kinder den Stift kontrollieren, diese Linien ziehen, mal mit dem Druck nach innen, mal mit dem Druck nach außen. Schraffieren können sie anfangen zu lernen. Und es ist ja super als Ergänzung zum freien Ausdruck und zum freien Zeichnen. Ist es eine prima Sache und eigentlich, wie gesagt, eine Vorbereitung auf das Schreiben. Das sieht dann meist so aus. Ich halte das mal statt der Darbietung hier in die Kamera. Ihr kennt es. Erst der äußere Rand, die Negativform, dann die Positivform. Übereinander, deckungsgleich, auf unserem quadratischen Papier. Und dann können wir schraffieren. Was kann man noch machen mit diesen metallenen Einsätzen, wenn man sie nun aber doch für das Zeichnen benutzen möchte? Denn da sie nun mal da sind und so praktisch sind, wollen wir sie ja doch auch verwenden. Und womit kann man noch die Stifthaltung kontrollieren, wenn man jetzt kreativer wird? Wenn man dem Kreisbogen Dreieck Ohren aufsetzt und daraus eine Katze macht, wenn man die Schablonen übereinander legt und viele sich überlappende Linien entstehen und man da jetzt anfängt, Unterflächen zu schraffieren und immer freier wird im Ausdruck. Naja, ich habe mal ausprobiert, was könnte einem so einfallen. Ich habe hier den Viererpass genommen und habe losgezeichnet. Ich habe mal nochmal geschaut, was stecken da eigentlich für Kreise drin. Wir wissen das, aber die Kinder können dann merken, ach, das kann man aus dem mitten Zirkel entstehen lassen, diese Form, wenn sie es nicht schon kennengelernt haben. Man kann alle möglichen Schraffuren machen, die plötzlich Dreidimensionalität entstehen lassen. Man kann nicht innen schraffieren, sondern die Negativform schraffieren, um die Schablone herum. Und man kann mal die Schablone selber zeichnen. Das geht ja in perspektivischer Verkürzung, wenn wir dann uns mit solchen Themen beschäftigen, weil wir schon ein paar Jahre älter sind. Die sind ja wunderbar für solche Übungen. Das kann ich natürlich auch mit anderen Schablonen machen. Ich habe mir hier mal den Kreis genommen und habe einmal versucht, dass es aussieht wie eine Kugel. Das kann ich ja mit sehr wenig Schraffur erreichen, diese Dreidimensionalität. Und dann, ist mir nicht so richtig gut gelungen, habe ich versucht, das mal so ein bisschen wie so ein Bullauge aussehen zu lassen. Das heißt, der Blick in die Endlosigkeit, in die Tiefe. Und ich kann dann anfangen, letztlich mit Farben zu schattieren. Das kann ich auch alles tun. Frage ist, wie sind unsere Spielregeln, wie weit treiben wir das normalerweise mit solchen Materialien? Und da gibt es ja meist eine Regel, die wir haben, die sagt, wir zweckentfremden unsere Materialien nicht.
Nun ist es aber eigentlich schon ein zweckentfremdetes Material, denn wir kennen ja diese Formen alle aus der geometrischen Kommode. Und die sind so praktisch, weil sie abwischbar sind. Das heißt, wir können außer mit dem Stift und dem Farbstift vielleicht auch versuchen, mit dem Cutter zu arbeiten in diesen Formen und können, wenn wir ein bisschen älter sind, schauen, wie wir um diese Schablonen herum ausschneiden. Und dann entstehen ja diese Formen nochmal. Und dann können wir wieder ganz andere Techniken einsetzen, entweder mit dem Material oder mit unseren ausgeschnittenen. Zum Beispiel, so wie ich das hier mal ein bisschen angedeutet habe. Ich habe also mit einem Pinsel gearbeitet. Auch den Pinsel muss ich wie einen Stift halten mit dem Dreifingergriff und muss den mal nach links und mal nach rechts und nach innen und mal nach außen geben. Ich kann diese Form übereinander legen. Ich kann Spraypainting machen. Ich kann trotzdem schraffieren. Ich kann da reinzeichnen mit Bleistift. Das schließt sich alles nicht aus. Das ist ja nur eine kleine Studie, die kann ich ja weiter treiben. In dem Fall habe ich das Pentagon genommen. Also das schadet unserem Material überhaupt nicht. Es ist auch kein Verrat an der Idee, Maria Montessoris die Hand vorzubereiten. Wir stretchen es einfach noch ein Stückchen weiter, weil es sich anbietet. Und wer Lust hat, da mitzugehen in diesen nächsten Schritt, kann das tun. Und wer von euch sagt, dafür ist das Material nicht da, der macht das einfach nicht. Dann stellt ihr euch eben vielleicht eure eigenen Schablonen her und benutzt die dafür, wenn ihr das Material selbst dafür nicht benutzen wollt. Wir brauchen all diese Übungen, wir brauchen all diese Skills und Geschicklichkeiten, denn wie Maria Montessori sagt, um weiterzukommen mit dem freien Ausdruck, brauchen wir immer wieder ein bisschen Technik, immer wieder ein bisschen Problemlösung, immer wieder ein bisschen Exploration, um dann wieder freien Ausdruck haben zu können auf dem nächsten Level. Und das ist das, was ich versuche hier heute zu thematisieren. Ein superästhetisches Material sind die Wortartensymbole, die dreidimensionalen Wortartensymbole, wie ihr sie hier seht. Die sind einfach schön, schön anzuschauen, schön anzufassen und zu platzieren. Meist arbeiten wir mit den zweidimensionalen oder mit Schablonen und oder mit der freien Hand zeichnen wir uns diese Symbole in Texte auch rein. Man kann es aber auch ganz anders machen und die meisten von euch kennen sicherlich unser berühmtes Wortartenmärchen von oder nach Maria Montessori. Und da haben wir uns hier auch ein bisschen was einfallen lassen. Versprochen war ja ein Film im Film. Und jetzt zeigen wir euch 5 Minuten einen Einblick in einen unserer Homeschooling-Filme, wo wir uns zu den Wortartensymbolen eine kleine Geschichte haben einfallen lassen und das Medium des Films mal so ein bisschen auch ausgekostet haben. Also ihr werdet sehen, was Stefan, der ja hier unser Kameramann auch heute wieder ist, da gezaubert hat. Und ihr könnt sehen, dass man da mit Basteln, mit Farbe, mit Papier in ganz eigene Geschichten einsteigen kann. Also Ole hat die gebastelt, die Wortartensymbole, die ihr in dem Film gleich seht. Und ich musste ihn sehr bremsen. Er durfte beim Adverb ein bisschen loslegen. Ihr werdet das Adverb erkennen. Es sitzt auf dem Treppchen eines Rettungsschwimmers. Ansonsten hat er sich sehr zurückgehalten, denn ich habe gesagt, die Kinder müssen sehen, dass sie das auch selber können. Sowas in der Art jedenfalls. Ihr selber, eure Kinder, Jugendlichen, können dann ein bisschen in die Vollen gehen. Warum nicht eigene neue Wortartengeschichten erfinden, ausstatten, ausstaffieren, bauen, basteln und dann filmen. Also Film ab. Für 5 Minuten aus unserem Film Die 10 Wortarten oder auch Die 10 Freunde am Meer. Viel Spaß! Jetzt starten wir gleich mit unserer Geschichte. Und ich werde diese Geschichte 2-mal erzählen. 2-mal fast genau gleich. Aber beim ersten Mal werde ich alles, was gesprochen wird, sagen. Und ich werde die Sprechblasen unserer kleinen Comic-Geschichte vorlesen für euch. Und dann zeigen wir euch die gleiche Geschichte nochmal, aber da rede ich nicht. Und da bekommt ihr ein bisschen Zeit, das, was in den Sprechblasen steht, selbst zu lesen. Denn viele von euch können ja lesen und einige von euch üben es gerade. Also 2-mal die gleiche Geschichte. Und unsere Geschichte heißt 10 Freunde am Meer. Viel Spaß!
Robbe, Robbe. Die Robbe. Das heißt die Robbe. Das ist eine Robbe. Ah, seufz. Wie ist denn die so? Ist die groß? Ist die gefährlich? Oder ist die einfach glatt, glitschig und robbig? Wie viele Robben? Nur eine? Sicher? Bestimmt sind es viele. Ich sag mal 8 Robben. Und sie machen was? Was machen sie? Na, sie jonglieren. Das machen sie. Jonglieren. Oh, und sie jonglieren geschickt. Sehr geschickt. Äußerst geschickt. Wo jonglieren sie denn? Ach, da! Ach, sie jonglieren am Strand. Nein, im Wasser. Aber ich sehe nur eine hinter der Düne. Sie jongliert. Aber was jongliert sie denn da? Und wer ist das? Oder was ist das? Denn den kenne ich doch. Und das ist doch... Hey, halt! Oh, Hilfe! Sowas, wow! Hohoho, klasse! Wahnsinn! Noch ein zweites Mal für euch zum Mitlesen. 10 Freunde am Meer. Landart habe ich eben schon kurz angesprochen bei den Farben. Landart kann man ja auslegen, wie man möchte. Auf jeden Fall kann man sich in der Natur bedienen und nicht nur die Natur selber zeichnen und malen, sondern man kann auch mit Natur zeichnen und malen. Ich habe hier mal unterschiedlichste Zweige und Äste aus dem Park gesammelt, die ich da gefunden habe. Alles lag auf dem Boden. Und das ist ja, haben ja viele Künstler verwendet und Künstlerinnen als Zeichenmaterial. So hat es mal angefangen, vor langer, langer Zeit, in der Steinzeit, dass man mit Stöcken gearbeitet hat oder mit dem Ende von Ästen und Stöcken, die man so ein bisschen ausgefasert hat, dass so die ersten Pinsel entstanden sind, nehmen wir an. Man kann aber auch mit Weidenkätzchen oder mit solchen Knospen malen. Ich will euch mal zeigen. Ich habe mal ein Projekt gemacht mit einer 1-2 in der Jahrgangsmischung. Das Projekt hieß Verästelt und Verzweigt. Und wir haben viel gemacht. Unter anderem haben wir mit Zweigen und Weidenkätzchen gemalt.
Und das hier habe ich noch, weil mein Sohn Ole damals 6 Jahre alt war und er bei diesem Projekt dabei war. Ihr seht hier eine Trauerweide und ihr könnt vielleicht ganz gut sehen, wo er mit Zweigen gemalt hat und wo mit den Weidenkätzchen, denn das bekommt notwendigerweise ein bisschen mehr einen Aquarell-Touch. Und es steht hier bei uns, ich mag es bis heute sehr, sehr wirkungsvoll. Ich hatte vorhin bei den Farben schon mal Landart erwähnt und dass es generell eine tolle Sache ist, rauszugehen in die Natur und da entweder Fremdkörper in die Natur einzubringen, die da rausknallen, oder mit der Natur und den Fundstücken vor Ort in der Natur zu arbeiten, wie das der Künstler macht, den ich hier gleich vorstellen möchte. Und dass das in Corona-Zeiten natürlich besonders willkommen ist, das ganze Jahr rum. Man kann Landart im Winter, im Schnee, im Eis machen. Und jetzt möchte ich gerne ein paar Bilder zeigen des Künstlers Andy Goldsworthy, den kennen bestimmt viele, auch über den inzwischen bekannten Film Rivers and Tides. Vielleicht hat jemand von euch den gesehen. Ich klappe hier einen meiner großen Bildbände an einigen Doppelseiten auf, damit man sieht, dass Landart ansprechend ist, viel Konzentration und Polarisation braucht, viel Zeit und Geduld, den künstlerischen Blick, um eine Situation zu erkennen, wo sich etwas eignet, eine Veränderung vorzunehmen in der Natur, die sich, wenn man mit den Gedanken Andy Goldsworthys arbeitet, von alleine von der Natur wieder auflösen muss, also von der Natur wieder aufgelöst wird. Und man sieht auch bei diesen Arbeiten, dass da Vergnügen, Spaß und Humor mit verbunden sein dürfen, wie überhaupt in der gesamten Montessori-Pädagogik nichts geht ohne Humor. Also wir gucken mal über die Kamera 2 vielleicht jetzt in diesen Bildband. Hier sieht man die gleiche Situation zweimal. Und hier ist mit schwarzer Kohle gearbeitet worden. Das heißt, die Baumstämme sind eingefärbt worden mit Kohle. Und hier ist das Gleiche mit Kalk gemacht worden. Und zwar ist es beides was, was da nicht mitgebracht wurde, sondern in der Nähe von Andy gefunden wurde. Blättern wir weiter. Das ist ja etwas, was wunderbar geht. Also was für ein schöner Kontrast, diese intensive Farbe vor diesen Naturfarben und diesem Schattenschwarz. Das sind einfach leuchtend grüne Blätter. Und natürlich bei Licht so fotografiert, dass das besonders leuchtet. Und das können ja wir alle machen. Das kann man ja fast in jeder Altersstufe. Oder hier hat man gleich ganz viele Varianten. Wie man ein bisschen Spaß haben kann mit ein und dem gleichen großen Ast, der hier auch noch so malerisch über so einen kleinen Wasserfall gebogen ist. Und wir sehen nicht genau, ob der an einer anderen Stelle bearbeitet und darüber gelegt wurde oder ob der da wächst. Aber was für schöne Varianten. Da kann man sich eine Menge einfallen lassen. So kreativ und so humorvoll. Hier sind wir wieder bei unseren geometrischen Körpern. Die Form des Ovoids, die hat Andy Goldsworthy oft benutzt, in Eis, in Stein oder wie hier Holz und hat es jetzt hier in diese Drähte so eingespannt. Und man sieht da in dem zweiten nicht etwa eine Kugel, sondern das ist genau der gleiche, das gleiche Ei, gleiche Ovoid, das sich nach und nach auflöst. Und hier wieder Kalk, dort in der Nähe aus dem, also gefunden, und einfach so ein paar Kontraste hergestellt, die ja unwirklich aussehen. Und doch sind es alles Naturmaterialien direkt aus dieser Gegend. Was für ein toller Effekt. Hier sehen wir wieder, ich nehme mal wieder den blauen Zettel weg, das ist ja nicht so schön, wieder die Form des Ovoids,
diesmal aus Erde und Lehm gebaut. Und es wird sich auflösen von allein. Hier und noch einmal vergrößert die Lücke zwischen zwei Bäumen so ausgefüllt, dass diese perfekte Ellipse entsteht. Und auch das wird sich die Natur zurückholen. Stunden von Arbeit wahrscheinlich. Die Kugel, ein Fremdkörper, weil viel zu perfekt in diesem Zusammenhang, doch gemacht aus dem Material, was dort auf dem Boden liegt. Und hier wäre eine Winterarbeit. Solche Bilder wie dieses letzte Beispiel können ja unsere Schüler und Schülerinnen auf jeden Fall machen. Und sicherlich fällt ihnen noch was ganz anderes ein. Ich möchte euch noch hinweisen auf eine Reihe von kunstgeschichtlichem Material, die Nienhaus im Programm hat. Es ist englischsprachig, aber auf den meisten Schwierigkeitslevels spielt die Sprache überhaupt keine Rolle. Die Namen der Künstler und Künstlerinnen sind ja die gleichen und die Bilder auch. Und zwar sind es die sogenannten Child-Size Masterpieces. Es gibt dazu ein Handbuch für die Erwachsenen, Pädagogen, Pädagoginnen, wie man das benutzen kann. Und ich finde das ein sehr gut gemachtes Handbuch, was einem auch dabei hilft, Zeitleisten anzulegen und wirklich gut gemacht ist. Und jetzt zeige ich euch mal diese Hefte selber, die man zerschneidet. Teilweise sind die Sachen perforiert. Also das ist zum Beispiel Level 1, 2 und 3. Matching, Pairing and Sorting. Das heißt, man hat auf verschiedenen Levels Postkarten. Und man muss sozusagen wie bei Memory die passende Postkarte finden und bekommt dann ein bisschen dazu vielleicht erzählt, wenn es im Rahmen einer Darbietung ist oder eines Impulses, von wem dieses Bild ist. Dann geht es dazu über, dass es nicht mehr genau, hier hat man noch zweimal das Gleiche, hier geht es jetzt darum, die Ähnlichkeit zu sehen in dem Stil eines Malers oder einer Malerin. Also zu merken, die beiden gehören zusammen, die beiden, da unten ist Chagall, gehören zusammen. Und dann langsam driftet es immer ein bisschen weiter auseinander und die Kinder üben sich darin zu merken, das ist der gleiche Stil, die gleiche Handschrift oder ähnliche Motive, die Künstler und Künstlerinnen wählen. Das ist hier der Level 1 und dann gibt es das nochmal Level 2 und 3. Da geht es genauso weiter. Die Künstler kennt ihr vermutlich alle. Es geht erst wieder los mit dem Pairing und Matching und das wird dann wieder ein bisschen komplexer, diesmal Querformat. Und man muss merken, ach, das ist beides Franz Marc oder das ist beides Larsen oder das ist beides wer auch immer. Hätte ich vorher mal nachschauen können. Das gibt es nochmal auf dem dritten Level, da wird es dann noch ein kleines bisschen anspruchsvoller. Dann gibt es das nochmal mit Darstellung von Black Americans, das ist hier alles auf Englisch gemacht, im Amerikanischen entstanden und dann kommen langsam Informationen dazu, die die Kinder auf der Rückseite auch lesen können, Informationen zu den Künstlern und Künstlerinnen. Ich habe hier schon mal die Hefte danach zerschnitten. Hier geht es jetzt um Three-Part-Cards in den Folgeheften. Das heißt, es sind wieder, ich nehme mal dieses hier beiseite, gewinnen wir ein bisschen Platz. Die typische Art der Three-Part-Cards, einmal das Bild ohne den Namen des Künstlers, einmal mit und mir muss dann gelingen, hier den Namen zu finden. Dann geht es letztlich auf Level 6 und 7 dazu, dass man nicht mehr die Künstler zusammenordnet alleine, sondern verschiedene Schulen ausmacht und merkt, die gehören alle zum Kubismus oder die gehören alle zum Surrealismus oder die gehören alle zum Impressionismus und so weiter. Also ganz
clever gemacht. Man kann direkt zugreifen, braucht eine Schneidemaschine, eine kleine Hülle und hat ein Kunstgeschichtsmaterial. Und das Letzte ist etwas, das ich schon völlig zerschnitten habe. Die Hülle ist fast leer. Das zeigen wir euch jetzt. Stefan hat es für euch abgefilmt. Da stellt man sich eine Zeitleiste her. Das Thema ist Transportation, also Transportmittel, Transportvehikel über die Jahrhunderte. Es fängt, glaube ich, 1400 an und geht bis in die Jetztzeit. Und die Frage ist, was wird in Zukunft passieren? Was werden wir für Fahrzeuge, Transportmittel erfinden? Aber es geht auch um die Kunst. Und zwar sind das alles Gemälde, in denen Künstler und Künstlerinnen aufgemalt haben. Ein Baum, Schiffe, U-Bahnen, in der U-Bahn oder auch von außen, Spaceships. Also durch die Jahrhunderte durch. Und so wie die Zeitleiste jetzt aufgebaut ist, wie ihr sie sehen werdet, das ist der Vorschlag erstmal des Materials, geht es darum, von wann die Gemälde sind. Man kann es auch anders anlegen und sagen, wir schauen nicht darauf, von wann diese Gemälde sind, welchem Jahr sie gemalt wurden, sondern was sie eigentlich zeigen. Damit nicht das Schiff mit voller Takelage vor dem Einbaum gezeigt wird, sondern die Transportmittel in der Zeit, in der sie, nach allem, was wir wissen, zuerst genutzt oder erfunden worden. Also jetzt zeigen wir euch mal die Zeitleiste zum Thema Transportation. Und damit ihr seht, dass es noch viel zu tun gibt, die 44 Postkarten, die ihr da gerade im Einsatz gesehen habt, auf dieser wunderbaren Zeitleiste, zeigen vor allem Gemälde von Männern. Tatsächlich 42 von 44 sind Maler und nur zwei sind Künstlerinnen, davon ein kleines Mädchen. Das ist aber immerhin schon besser als hier, denn hier sind das alles zu 100% Männer. Was ja nur zeigt, wir müssen dieses eigentlich schöne Material dringend ergänzen. Das kann ja jeder von uns machen. Wir müssen unsere Karteien erweitern und wir müssen unsere Zeitleisten erweitern und können uns alle auf den Weg machen, zusammen mit den Kindern das mal ein bisschen aufzufüllen. Ja, jetzt habe ich das Sumi-Painting erwähnt, mit großen Pinseln, teilweise noch viel größeren, und mit Tusche, die man anrührte mit Pinseln in Schüsseln oder mit einem Tuscheblock auf einem Stein. Was dazu geführt hat, dass man dann mit einem einzelnen Pinselstrich einen breiten Pinselstrich machen konnte, der von Schwarz über verschiedene Grautöne ganz blass wurde. Also eine große Kunst, wenn man das ein bisschen geübt hat. Und dieses Sumi-Painting ist nicht gerade der freieste Ausdruck, den man sich vorstellen kann, aber es macht viel Spaß. Ich kann euch das nur ans Herz legen, und zwar so ungefähr von 3 bis endlos, weil es doch viel Sicherheit gibt und interessanterweise zu einer Stilleübung wird. Und diese Stilleübung kann 1,5 Stunden dauern. So habe ich das erlebt mit Kindern und Jugendlichen. Also es ist ganz klar, man kann zeigen in einer kleinen Darbietung, die in Stille passiert, egal wie viele Kinder und Jugendliche da sitzen, wie man den Pinsel hält, wie man die Farbe anrührt. Und dann kann man diese Technik üben mit so kleinen, einfachen Vorlagen, wo man für so einen Vogel zum Beispiel nur vielleicht 12, 13 Striche braucht. Oder hier sind die Striche sogar gezählt für diesen Hasen. Natürlich halten sich die Kinder da nicht sehr lang.
an dieser stark reduzierten Art des Malens auf. Die bewegen sich dann frei und machen ihre eigenen Bilder. Aber sie genießen es sehr, denn sie sind geschützt. Es gibt nur eine Farbe am Anfang, schwarz. Das heißt, keine freie Wahl möglich, aber auch nicht nötig. Und es kann auch nicht peinlich werden, weil dass ich da jetzt Hasen und Vögel und Frösche male, war mir ja so vorgegeben. Und ich habe das sehr interessant gefunden zu sehen, wie das auf 11, 12, 13, 14-Jährige wirkt, wie sicherheitgebend das wirkt in einer Zeit, wo man vielleicht ein bisschen schamiger ist als sonst. Man muss auch mal von den üblichen Formaten abgehen. Vielleicht wählt man besonders schmale Formate. Das Papier muss sehr saugfähig sein und man kann tolle Ausstellungen machen, wie wir das hier zum Beispiel gemacht haben mit 5-6-Klässlern. Gab eine tolle Ausstellung und auch in der Ausstellung haben die Kinder weiter übrigens zur Musik gemalt und alle Ausstellungsbesucher und Besucherinnen haben mitgemacht. Ich habe hier mal ein Bild. Ich erzähle heute ständig von Ole. Da ist Ole 3 Jahre und er fängt gerade an, das Sumi-Painting zu entdecken. Auch da lief Musik, alles verdunkelt, Kerzen. Es ist automatisch eine stille Übung und vielleicht sieht man auch an seiner Zunge, wie konzentriert er ist. Die Kinder selbst können durch dieses Sumi-Painting, durch diese sehr angeleiteten Übungen, wenn man dieses Ritual machen möchte, selber führen. Ich sitze da nie sehr lange am Kopf der Tafel. Das wird dann übernommen von den Kindern. Und die sind toll. Also ich ziehe den Hut davor, wie schnell sie das lernen und genießen. Die Einlinienzeichnung von Pablo Picasso. Die sind ja berühmt geworden. Und die kann man natürlich wunderbar nutzen für die Schule. Mit Grundschulkindern und Jugendlichen vor allem. Das verleitet zum Zeichnen, das kann ein Übergang sein ins Drucken, in Radierungen zum Beispiel. Es kann aber auch ein Übergang sein in das Arbeiten mit Draht, also Linien, die man im Raum zieht und im Raum stehen lässt. Ich habe hier Alexander Calder, von seinen Freunden genannt Sandy. Übrigens, wenn jetzt in Berlin die neue Nationalgalerie wieder eröffnet wird, dieser Mies van der Rohe Bau, wird es mit 2 Ausstellungen losgehen und eine wird Alexander Calder gewidmet sein. Also kommt nach Berlin, wenn ihr nicht sowieso in Berlin lebt und schaut euch das an. Hier seht ihr Alexander Calder, Sandy, in jüngeren Jahren. Der lief auch über die Straße mit einer riesigen Rolle Draht und formte seinen Draht, zeichnete sozusagen in die Luft, eigentlich in den meisten wachen Stunden. Eine Sache, die er gemacht hat, war diese Kuh, der hatte sehr viel Humor. Wenn man bei dieser Kuh am Horn zog, dann hob die hinten den Schwanz und ließ ein Draht Kuhfladen fallen. Sprich Kinder an. Oder dieses Pferd zum Beispiel, das ist ja auch wunderbar. Ich habe das mal vor ein paar Jahren versucht. Mein Pferd ist jetzt schon ein bisschen abgesackt inzwischen, aber sowas kriegt man hin. Ja? Man nimmt dann einfach diesen Draht, diese Linie und tackert oder nagelt sie auf ein kleines Stück Holz und schon hat man eine Skulptur. Ja, wir kommen zum Ende unserer gemeinsamen Zeit und ich möchte zum Schluss nochmal Maria Montessori sprechen lassen. Und zwar lese ich vor einen kurzen Abschnitt aus der Entdeckung des Kindes. Da schreibt sie über das Zeichnen und den freien Ausdruck. Der freie Ausdruck im Zeichnen ist offenbar etwas vollkommen Richtiges. Und er ist der einzige Weg, um zur Kunst zu gelangen. Es ist jedoch nicht gesagt, dass sie durch Vernachlässigung und Unkenntnis hervorgebracht werden muss. Es wäre so, als würde man behaupten, man dürfe nicht das Schreiben lehren, damit die poetische Inspiration frei bliebe. Man muss die Mittel und die Möglichkeit, sich auszudrücken, zur Verfügung stellen und dann dem Ausdruck freien Lauf lassen. Wir dürfen keinen Einfluss auf die kreative Idee nehmen. Das heißt, wir müssen ihr die Freiheit lassen, sich spontan auszudrücken. Aber damit sie diese Freiheit hat, müssen die Ausdrucksmittel dem künstlerischen Impuls gehorchen, der sich ihrer zu bedienen hat. Ich freue mich über diese Worte. Alle, die dieses Kapitel kennen, in der Entdeckung des Kindes, wissen, dass sie den freien Ausdruck ungeschult und uninformiert, sehr kritisch gesehen hat. Und ich denke, wir sind uns einig, dass wir das heute anders sehen. Und es darf sich ja auch weiterentwickelt haben. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe,
Ihr habt so viel Spaß, wie ich das hatte, hier beim Drehen mit Stefan, dem Kameramann von Step Studio. Vielen Dank, Stefan, mal wieder. Stefan kennt sich hier schon aus und hat ein halbes Montessori-Diplom durchs Drehen von Montessori-Filmen. Wir bedanken uns. Ich bedanke mich. Und ich bedanke mich auch bei Katrin Wormann und bei Nienhaus, die mir die Möglichkeit gegeben haben, heute mal so ein bisschen hier mein Steckenpferd zu reiten als Kunstpädagogin. Ich hoffe, alle hatten Spaß. Herzlichen Dank. Ich übergebe zurück an Katrin. So, ich hoffe, unser Online-Workshop hat euch gefallen. Wisst ihr, wie viele Nienhaus-Materialien wir im Video benutzt haben? Vielleicht habt ihr ja Lust, eure Nienhaus-Materialien mal ganz neu anzugucken, mit einem neuen ästhetischen, künstlerischen Blick. Wenn ihr Lust habt, macht Fotos von ihnen, so wie sie euch gefallen, und schickt sie mir. Wir machen daraus einen kleinen Wettbewerb. Wer die schönsten Materialfotos, gerne ohne Personen, da wir sie veröffentlichen wollen, schickt, kann gewinnen. Und der erste Preis ist dieser rosa Turm. Vielen Dank und tschüss.